Hey Leute, willkommen zurück zu Predator Hunting Grounds. Ja, wieder unterwegs, auch hier direkt als Predator. Und wie ihr auch schon sehen könnt, ich habe immer noch die Smart Disc dabei. Ja, beim letzten Mal hat das ja nicht so gut mit der geklappt. Vielleicht will ich der Smart Disc diese Runde nochmal eine Chance geben. Schauen wir mal. Erstmal können wir hier schauen, dass wir die Position von unseren anderen... ja, Freunden mal rauskriegen, also von den Soldaten, ja. Denn für die habe ich ein paar Netze, wo die sicherlich ganz gerne mal rein wollen. Ja. Ich meine, soll schön sein in einem Netz drin, habe ich gehört. Soll schön sein. So. Wir geben uns dort hinter, let's go. Aber unsichtbar machen wir wohl noch nicht. So. Der Predator befindet sich auf Jagd. Was? Einmal hier langsam lang. Okay, so. Durch. Ich warte mal, bis ich ein paar Schüsse höre von anderen Spielern. Würde ich sagen. Das kann eigentlich nicht mehr sehr lange dauern. Moment, Karte. Da vorne. Aus der Richtung. Mist. Das ist kein echter Spieler. Aber irgendwo dort vorne auf jeden Fall. Jawohl. Alter, still. So. Bleib doch stehen. Komm her, schnell. Jawohl. Einen haben wir. So. Sehr gut. Feind befindet sich beim Ziel. So. Einmal abhauen ein wenig. Plasmaschuss. Mit aller Wucht draufhauen. Los. So. Erstmal hier hoch. Du, das Brot, lass mich in Ruhe. So. Wir setzen uns jetzt erstmal hier hin. Halt, Moment. Wir werfen einmal hier diese Audio-Dinger dort hinter. Einmal einen dorthin und einmal einen dort rüber. So, dann haben wir uns jetzt hier die Spritze ran. Let's go. So. Jawohl. So, komm, mein kleiner Freund, lass deinen Schrei raus. Ich weiß, es tut weh, aber wir schaffen das gemeinsam, okay? Wir schaffen das gemeinsam. So. Jetzt hier hinter. Da hinten habe ich einen anderen Spieler gesehen. Hep. Einmal hier runter. Nein, oh, lass mich doch gehen. Meine Güte. Mist. Halt. Einmal herkommen. So. Ich glaube, das dort hinten ist vielleicht ein anderer Spieler noch, oder? Nein, sieht nicht danach aus. So. Ah, die haben Verstärkung gerufen. Na super. Das heißt, sie sind jetzt gleich wieder vollzählig. Ja. Jetzt sind sie wieder vollzählig. Einmal dort hinter so ein Audio-Ding werfen.
Oder? Komm schon. Schnell. Bam. Jawohl. Komm, bleib stehen. Los. Du bist auch noch dran. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Da vorne. Da haben wir den Nächsten. Hey, zeig dich. Moment, verdrückt. Diese Sicht hier bitte einmal. Da vorne macht er lang. Ein kleiner Mann. Ja, lauf nur. Lauf du nur. Achtung, ich bin hinter dir. Moment, wir erledigen noch die KI-Gegner hier. Einfach um noch ein bisschen mehr EP rauszukriegen. Ich weiß gar nicht, ob der zweimal alle wiederholen kann. Alle Spieler. So. Aber ich schätze nicht. So, zack, das war's für ihn. Das waren alle. Ja, das waren alle. Wir haben das komplette Feuerteam recht schnell sogar eliminiert. Muss man ja da mal so direkt sagen dazu auch noch. Das ging dazu auch wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt hier gerade. Ja, sehr schön. Dazu muss man auch leider sagen, unser Gegnerteam hatte leider einen weniger. Das finde ich auch persönlich ein bisschen schade. Denn ich kämpfe natürlich auch lieber gegen volle Gegnerteams. Weil ich halt dann auch ein bisschen mehr EP rausholen kann auch noch mit. Muss ich dazu auch noch sagen. Aber nun gut. Ich würde sagen, wir öffnen einen Waffenkoffer und danach kaufen wir uns vielleicht mal was. Oh, der Sniper-Skin und der Pistolen-Skin sehen eigentlich beide ganz cool aus. Auch wenn ich eher was etwas Schlichteres vielleicht bevorzuge oder so als Farbe. Flammen jetzt nicht unbedingt, aber sieht an sich ganz cool aus. Ja, also hat auf jeden Fall was. Sagen wir es mal so. Hat auf jeden Fall was. So. Anpassen. Predator. Joa. Gehen wir mal hier rein. Netzkanone bleibt natürlich bestehen. Und ansonsten nehmen wir vielleicht nochmal dazu. Ja, nehmen wir das älteste Schwert nochmal mit dazu, würde ich sagen. So machen wir es. Dann rüsten wir hier einmal den Standardjäger aus. Aussehen. Weiblich oder männlich? Ich würde sagen, wir lassen ihn mal männlich. Erstmal, ich werde erstmal kurz schauen. Und ich würde dann eigentlich ganz gerne diesmal ein bisschen bearbeiten. Ja, auch vom Helm her und so weiter. Irgendwie einen coolen Helm würde ich mir kaufen. Der sieht ganz cool aus. Der hier würde mir gefallen für die Frau, also das muss ich wirklich sagen. Der gefällt mir für die Frau, glaube ich, dann nochmal einen Tick besser. Maske. Ich weiß nicht, das finde ich passt gut zu einer Frau. Wir gehen mal hier so ein bisschen durch. Ja, nehmen wir. Let's go. So, eine Farbe kaufen wir aber jetzt nicht noch unbedingt dafür, weil das wäre auch zu teuer. So, Körper, Rüstungsstil. Da hätten wir das zum Beispiel schon freigeschaltet und ansonsten so. Ja, das hier mit den grünen Dingern möchte ich gerne, mit dieser grünen Bemalung.
Hautmuster haben wir auch schon ein paar freigeschaltet, merke ich gerade. Oh, der grüne Alligator sieht sehr cool aus. Der gefällt mir richtig gut. Was haben wir hier klassisch? Ja, so gräulich, so dort am Kopf sieht das auch ganz cool aus. Raptor gefällt mir auch. Gibt vieles, was mir hier ganz gut gefällt. Aber Alligator, ich weiß nicht, das grüne Alligator-Teil hier. Das gefällt mir richtig gut. Ah, ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Muss ich wirklich sagen. Ja, komm, wir kaufen uns das grüne Alligator. Das ist aber das Letzte auch jetzt. So. Das sieht irgendwie klasse aus. Wir haben ja hier auch noch die Haut zwar an den anderen Stellen so grünlich. Ja, gefällt mir sehr gut. Rüstungsstil. Und wenn wir da dann dazu noch irgendwann das hier haben mit dem Grün hier. Oder was gibt es noch, was so grünlich ist? Ja, ich glaube, das werden wir wenn dann irgendwann nehmen. Kopf. Da möchte ich auch nochmal schauen. Maske. Moment, wo ist unsere? Hier. Die kann man ja auch noch ein bisschen färben. Das möchte ich auch noch in diesem grünmäßigen Look so ein bisschen vielleicht ändern. Ja, vielleicht so würde ich das machen, aber er müsste ich das, glaube ich, per Kiste freischalten. Das würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen, diese Farbe. So, Kriegsbemalungen ansonsten noch hier. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das möchte ich mir auch definitiv irgendwann holen. Aber der hier soll eher so ein bisschen mehr grün diesen Look so haben, denke ich mal. Den werden wir auch, glaube ich, weiterhin so machen. Mit grün und so überall. Ich glaube, eine Bemalung kriegt er vielleicht gar nicht nochmal von mir. Moment. Trophäen. Ah, hier hinten habe ich die, wenn dann hinten dran hängt. Die kann man nicht kaufen, so sehe ich gerade. Ja, sehen eigentlich alle ganz cool aus. Da wäre mir eigentlich egal welcher. Ja. Da ist der Killer-Predator. Gut. Ich werde zusehen, dass wir dann nächste Folge auch direkt mal so spielen. Ja. Wie wir uns jetzt erstellt haben, gefällt mir verdammt gut vom Aussehen her. Schreibt mir gerne mal rein, wie ihr das so findet, wie ich den hier so erstellt habe. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt auch hier Schluss. Ja. Schaltet nächstes Mal gerne wieder mit ein. Das war's. Haut rein. Tschüssi.